Will den gerade nicht durchsuchen, das ist zu gefährlich. So, erster Pumpenraum. So. Werkzeugkiste. Darf ich die öffnen? Danke. Ist nicht viel drin gewesen, aber immerhin. Genau. Die sind noch harmlos, weil da ist noch kein Wasser hier drin und nichts. Später haben wir auch Überflutete. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich. So, da eine Hohlladung ran. Eine hier. Sehr schön. Zwei ausgeschaltet. Zwei sind schon mal weg. Jetzt kommen, glaube ich, wieder neue Gegner hier im Raum, ne? Der zum Beispiel. Das ist nett, dass du mir die Tür aufmachen wolltest, aber ich schaffe das auch alleine. Den lassen wir den ruhig auf, dann weiß ich, dass ich da drin war. So. Da ist, glaube ich, der nächste Pumpenraum. Können auch den mal eben einsammeln, dann sind wir wenigstens den schon mal los. Da hinten ist die 2. Gehe ich der Reihe nach? Ich überlege gerade. Das war die 1, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt zur 2. Machen wir das der Reihe nach. So. Hier lang. Und tada. Und rein. Keine Leute? Doch. Au. Ich sehe euch nicht so wirklich. Noch einer? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann machen wir die noch kaputt. Oh, den durchsuchen. Kugelsichere Weste, das ist super. Das ist sehr nett von dir. So, aber einen hier ranbatschen. So. Zack. Oh, hier ist noch eine Leiche. Und einen hier. Ich will nochmal dahinter gucken, ob da noch was ist. No. Okay, auch keinen Zettel oder so. So, Hälfte geschafft. Diesen Abschnitt mag ich. 4 ausgeschaltet. Nein! Da, wieder ein Flammenwerfer-Typi. Oh, ich hasse ihn. Dieser Arsch, ne? Dieser Arsch. Über den. Geh mal nach Paris, habe ich verstanden. Ich verstehe immer komische Sachen bei den Leuten da. Explodier doch! Fahr lieber nach Paris, ja. Ich sehe nichts! Boah! Fuck! Schieß doch! Oh, ich hab ihn. Oh. Alter Schwede, was ist hier los? Ich hoffe, das waren alle. Da war ich aber wirklich gerade haarscharf vorm Tod. Einen nehme ich noch. Komm, was soll's. Kostet ja nichts. Ich brauche eine Panzerung. Ich brauche unbedingt eine Panzerung. Hallo? Chateau zu. Da ist der Flammenwerfer-Typ. Hihihihi. Schwer beschädigte Rüstung, na gut. Boah, da muss ich, glaube ich, lang. Denn da geht es in den zweiten Pumpenraum. Ich habe hier oben nicht einen erwischt bei dieser Riesenbombe, ne? Das ist unglaublich. Panzerung? Ja, danke schön. Aber hier schwimmt schon, ja. Okay. Und der nächste Pumpenraum. Danke für die Begrüßung. Sehr nett. Doch, sehr nett. Ich kann das aber auch hier. Pass mal auf. Ich
Ist das ein ein Raketenwerfer? Sorry, ich bin gerade so ein bisschen perplex. Arschloch. Ich war ihn nie. Nee, da warst du nie. Jetzt ist Hammer Time. Wieso ist die Tür zu? So. Geh mal hier. Hallo. Pumpe 3. Alter Schwede. Kann nur durchsuchen. Ich komme ja gleich wieder, Jungs. Ne? Sie erhalten so lange die Stellung, ne? Gut. Kim, ich bin im dritten Pumpenraum. Kannst du den Strom für diesen Raum per Fernsteuerung abschalten? Ich sehe mal nach, aber ich glaube eher nicht, Andy. Sei vorsichtig. Kommt die mir nach? Das hört sich fast so an. Wir noch mehr besuchen, oder? Na gut. So, wollen wir mal gucken. Ganz ruhig. Wir kommen da irgendwie ran. Wir müssen ein bisschen springen. Über die Schränke hier zum Beispiel. Oh Gott, nicht so nah. Ich glaube, das reicht sogar von hier aus, ne? Schau, sie da echt da drauf stehen. Oh Gott. Ist nicht so prall. Oh. Oh Gott. Gott, da habe ich auch Glück gehabt. Da bin ich eigentlich in diesen Stromkreislauf da reingefallen. Okay. So. Hier muss ich auch mich so ein bisschen lang mogeln. Muss ich da echt hin oder kann ich von. Oh, ich muss da hin, ne? Scheiße. So. Hups. Okay. Geschafft. Ich muss mich beeilen. Ja. Eigentlich muss er das nicht, denn das Spiel lässt uns Zeit. Okay. Wir müssen, sind auf jeden Fall noch irgendwelche Typen. Die Leiter ist, glaube ich, unser Exfil-Punkt, wie er so schön sagt. Die Reichweite ist nicht so gut, ne? Ja, es kommen wieder Leute, ich höre es schon. Erstmal hier rein. Ein Flammenwerfer-Typ hier drin. Ist klar. Nein! Hab ich dich? Ich hab dich, oh Gott. Oh, Medipack. Ganz, ganz wichtig. Hilfe. Ist hier aber kein Strom, ne? Wie kann ich so hin, oder? Bin nicht sicher. Ich glaube schon. So. Den kann ich durchsuchen. Bisschen Rüstung wiederbekommen. Kann ich die eine Leiche heute durchsuchen hier? Das habe ich eben, glaube ich, vergessen. Ja. Ist hier noch ein Dokument oder so vielleicht? Lieber einmal gucken. Nö, ist aber nicht so. Gut, dann machen wir die letzte Bombe ran. Und dann können wir den Bereich hier verlassen. Ja. Fertig. Und jetzt weg von hier.
Die Leiter, ne? Okay, Andy. Dann mal schnellstens zum Hauptliftschacht. Er ist nicht weit von dir weg. Ich bin schon unterwegs. Ah. Da müssen wir vielleicht ein Momentchen schwimmen, bin ich der Meinung. Das Schwimmen mag ich nicht so gern. Ja, hier ist ja gut. Bleib locker. Hier? Nein. Auch nicht. Wasser, ne? Ach, scheiße. Geh weg. Nein, hier nicht. Fuck. Ich muss Wasser holen. Wasser holen, genau. Luft holen. Lass mich da durch. Ich muss nochmal Luft holen. Okay. Mal auftanken. Ist auch cool. So wie ich mich nach unten drehe. Kein Sauerstoff mehr, ne? So, warte mal. Wo muss ich denn hier lang? Hä? Wo? Ach, da! Hier hoch, ne? Ja. Wo bin ich? Verwirrend ist das hier. So, da lang. Ich glaube, das ist schon der Ausgang. Oder kommt da jetzt noch was? Jawohl, haben wir alles geschafft. Eine Information habe ich nicht gefunden. Sehr, sehr schade. Aber immerhin, wir haben was erreicht. Und ein paar Gegenstände habe ich nicht eingesammelt. Ah, ja, gut, okay. Aber immerhin, die nächste Story-Einlage ist auf dem Weg. Bitteschön. Wir haben Befehle. Klasse. ...1977 hatte sich der Geheimbund namens Grey Wings für einen Plan entschieden. Ein schrecklicher Plan, der seine stille Armee von Mitgliedern ängstigte und faszinierte. John Grey hatte seine Frau zweimal verloren. Zuerst durch Entfremdung, dann durch Krebs. Sein Kind war ihm fremd. Ein Phantom, das in den Ferien kam, das Geschenke geschickt bekam, die es womöglich nie öffnete. Für John Grey war Leben etwas, das andere Menschen führten. Sein Geschäft wurde der Tod. Drei Ausdrücke und der Schrecken, den sie bedeuteten, beherrschten ihn. Garantierte gegenseitige Vernichtung, nuklearer Winter und am schlimmsten Zurückstutzen. Nachts wusste er, dass das Zurückstutzen seine Zukunft war. 1981 hatten die Arbeiten an Winterlong begonnen und er betete, dass er niemals dorthin gehen müsste. Andy, ich weiß, wie du dich fühlen musst und es tut mir leid. Diese Mission ist ein Fiasko, ein echter Schlamassel, ein Durcheinander wie in Marios beschissener Spaghetti-Schüssel. Wenn es dir ein Trost ist, deine Konten sind jetzt freigegeben. Das heißt, dich erwartet ein hübsches Plätzchen an der Sonne, wenn du zurück bist. Ich garantiere persönlich für die Margaritas. Ich will nur eines klarstellen, sehr klar sogar. Und es ist mir gleich, wenn du mich dafür hassen wirst. Du bist noch lange nicht fertig, Kumpel. Das ist die Lage. Erstens. Der Mann, den du getötet hast, Aminkat Ali Salah, war nur ein kleines Rädchen in einer Organisation, die wir unbedingt aufhalten müssen. Keine Gefangenen, dass das klar ist. Und keine Gnade. Wir hoffen, du kannst so viel Druck machen, dass wir seinen Vorgesetzten, einen Mahmoud Al-Farik, aus der Reserve locken. Aber ich fürchte, dazu ist er zu schlau. Diese Anlage zu überschwemmen war gut. Ein Teil der hergestellten Waffen kursiert bereits auf dem Schwarzmarkt. Offen gesagt sind die ersten Exemplare auf große Entfernung nicht sehr wirksam, aber es sieht so aus, als hätten sie den Lufttransport deutlich verbessert und die Waffen, die sie verschiffen wollten, wurden enorm weiterentwickelt. Ein Glück, dass sie jetzt 60 Meter unter Wasser liegen. Aber wir suchen nach etwas, das viel stärker ist, viel tödlicher. Ein Raketenleitsystem namens Octopus, das sich im Versuchsstadium befindet und das wir vernichten müssen. Wir sind sicher, dass Farik mindestens eines dieser Systeme besitzt und versucht, es auf einer Waffenschau zu verkaufen, die er und Salah organisiert haben.
Das ist die Operation, die uns eigentlich interessiert, und wir glauben, wir haben sie mit deiner Hilfe gefunden. Einer der Laster, die du verwanzt hast, fuhr zu der Waffenfabrik, dem bist du gefolgt, aber den anderen, den hatten wir eine Zeit lang aus den Augen verloren. Wir gingen davon aus, dass sie beide zum selben Zielort fuhren, aber er tauchte 500 Kilometer nördlich von deiner momentanen Position entfernt auf. Das muss Fariks Waffenschau sein. Satellitenbilder der Gegend zeigen nichts, aber über einem entlegenen Teil der Wüste herrschte starker Luftverkehr. Das muss etwas zu bedeuten haben. Du musst für mich die Waffenschau infiltrieren, Octopus finden und vernichten. Viel Glück, Kumpel. Parrish, Ende. Ja, diese simple Anweisung wird noch sehr kompliziert werden, aber jetzt sind wir wieder im Freien unterwegs, was mir ein bisschen besser gefällt. Ich glaube, das war ein kleiner Übersetzungsfehler vom Spiel, weil der Dicke hier heißt ja anscheinend doch Mahmud Al-Fariq. Aber ziemlich am Anfang wurde er mit Salah angesprochen. Dabei ist doch Salah Amenkat der andere gewesen, haben wir gerade festgestellt, den wir schon getötet haben, der mit seinem komischen roten Auge da. Oder seinem Glasauge. Also das hier ist Mahmud Al-Fariq. Jetzt nochmal, um es richtig zu stellen. Und das ist eigentlich der eigentliche böse Mann hinter dem Ganzen. Okay, starten wir mal die Mission. Mit einem sehr sinnvollen Ladebildschirm, wie ich finde. Da! Der Canyon, den wir 3 Kilometer südlich von hier passiert haben? Schon dabei. Ich habe möglicherweise was Nützliches gefunden. Es ist hinten. Wenn ich unten bin, suche einen Landeplatz ein Stück entfernt. Wir bleiben in Funkkontakt. Alles klar. Fertig? Gehen wir's an. Verschwinde von hier, Kim. Ich brauche dich in sicherer Entfernung von der Waffenschau für Exfil, falls erforderlich. Keine Fragen. Verstanden? Verstanden. Kim, Ende. So, da ist nämlich das Auto gelandet. Jetzt muss ich den Eingang zur Waffenschau finden. Ja, da ist gerade das Auto gelandet, mit dem die Typen da den Abhang runtergedüdelt sind. Ja, und wir wurden hier anscheinend abgeworfen von Kim. Vermute ich mal. Sonst, warum sind wir hier, ne? Boom. Ja,